NDR Kultur. In Braunschweig ist eines von 5 niedersächsischen Erstaufnahmezentren für Flüchtlinge. Die Einrichtung ist zurzeit völlig überbelegt. 1000 Asylbewerber wohnen auf engem Raum zusammen. Ihre Zukunft ist ungewiss. Um den Menschen ein wenig Abwechslung in dieser schwierigen Situation zu bieten, organisieren 2 Theaterpädagoginnen aus Braunschweig spezielle Workshops. In einem Gemeindezentrum treffen sie sich regelmäßig, um Spiele zu veranstalten und kleine Theaterszenen einzuüben. So, wir gucken zu, wir klatschen ein auf den Oberschenkel und 3-mal in die Hände. 1, 2, 3. Ganz leise und zugucken. Die Theaterpädagogin Theresa Meidinger ist umringt von einer Gruppe junger Männer. Auch einige Kinder sind dabei. Alle haben sehr dunkle Haare und Hautfarbe. Die Stimmung ist gelöst, es wird viel gelacht und gejohlt an diesem Abend. Arabische, englische, kurdische und deutsche Sprachfetzen schallen durch den Raum. Jemand übersetzt. Theresa Meidinger und Regina Peper beginnen ihre Theaterworkshops immer spielerisch. Mit einer Reihe von Aufwärmübungen, ähnlich wie es Schauspielschüler tun würden. Bei diesem Spiel gilt es, sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch den Raum zu bewegen. Besonders viel Heiterkeit löst bei den Teilnehmern das Zeitlupentempo aus, weil es so albern aussieht. Bei bestimmten Stichworten stoppt die Musik. Blitz! Die Workshop-Teilnehmer frieren ihre Bewegungen ein, legen sich auf den Boden oder befolgen andere zuvor festgelegte Kommandos. Irgendwann ist die Stimmung gelockert, sind letzte Hemmungen verschwunden und die Körper aufgewärmt. Nun geht es daran, in kleinen Gruppen kurze Theaterszenen zu entwickeln. Diese laufen zumeist ohne viele Worte ab. Während der Rest der etwa 25-köpfigen Gruppe zuschaut, spielen 3 Teilnehmer die Fahrkartenkontrolle in einem deutschen Bus nach. Häufig fließen ganz konkrete Erfahrungen der Asylbewerber in die Szenen ein. Quickly, please. I give you 3 Minuten. Police? Ja. Ticket. 3 Tage dauern die Workshops der beiden Theaterpädagoginnen. Am Ende führen die Teilnehmer ihre kleinen Szenen vor einer größeren Gruppe von Asylbewerbern auf. Die Idee, die Bewohner der benachbarten Landesaufnahmebehörde vollkommen ohne Leistungsdruck aus der Enge ihrer Unterkunft zu locken, hoffen die Workshopleiterinnen Regina Peper und Theresa Meidinger. Theater ermöglicht halt sofort, dass man Sprachbarrieren hinter sich lässt, man sich einfach als Mensch begegnen kann. Und da bietet das Theater und die Spiele, die wir machen, eine ideale Voraussetzung. Theater als Mittel ist halt gut, sich auszuprobieren, vielleicht auch ein Stück weit das zu vergessen, was ich gerade mit mir trage, Beschäftigung zu haben. Auch Bewohner der Stadt können vorbeikommen, sind eingeladen mitzumachen, was auch regelmäßig passiert. Dass die Idee ankommt, davon zeugt vor allem der große Zuspruch der Asylbewerber selbst. Sie kommen sichtlich gerne zu Theresa und Regina, so wie der 20-jährige Butta. Der kurdische Iraker flüchtete wochenlang zu Fuß und mit dem Zug aus seiner Heimat, nahm die gefährliche Bootspassage über das Mittelmeer auf sich und landete schließlich in der Landesaufnahmebehörde in Braunschweig. Wir kommen sehr gerne hierher. Es ist sehr gut, um sich besser kennenzulernen, nebenbei auch Deutsch zu lernen. Das finde ich sehr gut. Viel besser, als im Asylbewerberheim auf seinem Zimmer zu versauern. Lieber komme ich her und spiele mit netten Leuten Theater. Außerdem kann ich für eine Weile die Vergangenheit und den Krieg zu Hause vergessen. Für heute finish, ja. Zu Ende. Iro, heute. Heute ist finish. Janek Wiechers war bei einem Workshop in Braunschweig dabei und das Ergebnis der Workshops wird übrigens bei der Themenwoche Interkultur am Staatstheater Braunschweig im April gezeigt.